Die Freiburger also Meister der Effizienz und zu Hause in 8 Heimspielen mit 8 Siegen. Die ZSC Lions 7-mal in Folge siegreich, sind da der passende Gradmesser. Das Heimteam nach 3 Minuten in der Offensive mit dem dritten Sturm um Julien Sprung. Salminen hinter dem Tor erobert die Scheibe und Sprunger scheitert tatsächlich. Sprunger bislang mit 8 Toren bei 35 Schüssen, damit statistisch besser als ZSC-Topscorer Austin Matthews. Der Amerikaner setzt sich wenig später in Szene. Matthews sorgt mit diesem wenig gefährlichen Abschluss dafür, dass sein statistischer Wert nun auch etwas sinkt. Zeit für Zahlenspielereien ist allemal. Der Spitzenkampf ist intensiv, aber nicht unbedingt mitreißend. 0:0 bei der ersten Pause. Auch ins Mitteldrittel startet Tabellenführer Freiburg etwas schwungvoller und nun auch zwingender. Maldin prüft Schlegel und Bouillot erbt Führung nach 22 Minuten. ZSC-Goli Schlegel blockiert die Scheibe, aber nicht für lange. Bouillot dann ohne Mühe. Da scheint der Matchplan des Heimteams tatsächlich aufzugehen. Die Lions agieren weiterhin weniger zwingend. Nur schwächen sich die Freiburger in der 35. Minute selbst. Eine Unterzahl ist noch kein Weltuntergang. Nur als Wuckler nach draußen fährt, sitzt auch schon Benny Plüss. Für die Gäste die Gelegenheit, endlich ins Spiel zu finden. Nilsson mit dem Geistesblitz. Shannon macht den Ausgleich. Herrlich herauskombiniert dieses Tor. Shannon veredelt diesen Spielzug mit seinem 6. Saisontreffer. Nach 38 Minuten alles wieder offen und die Lions mit dem nächsten Überfall. Roman Wick. Noch immer Wick, scheitert erst an Gons. Roman Wick wartet noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt in dieser Saison. Seine Chance, die letzte im zweiten Drittel, 1:1 vor ausverkauftem Haus in Freiburg. Roman Wick im letzten Drittel erneut im Mittelpunkt, muss nach 48 Minuten wegen Beinstellens auf die Bank. 1:1 das Spiel auf des Meisters Schneide. Maldin im Powerplay beunruhigt Mark Crawford nur unwesentlich. Nur leisten sich seine Mannen gleich die nächste Strafe. Kunti muss raus nach 53 Minuten wegen Hakens. Und erneut bleibt es relativ lange ungefährlich. Die Strafe beinahe abgelaufen. Sprunger findet dann tatsächlich die Lücke. Die Effizienz in Person, sie schlägt tatsächlich wieder zu. Julien Sprunger macht das 2:1. Der Pöck geht aber auch genau dorthin, wo Sprunger will. Die Zürcher jetzt gefordert, machen auf und Freiburg profitiert. Salminen ganz alleine zimmert die Scheibe an den Pfosten. Die Entscheidung vertan. Nicht so schlimm, denn Nilsson erweist seinem Team einen Bärendienst. Ellbogencheck 2 Minuten vor Schluss. Mark Crawford, weg ist es, das innere Gleichgewicht. Die Gäste nehmen bei 5 gegen 5 den Torhüter raus und bekommen dann prompt die Quittung serviert. Greg Maldin entscheidet diesen Spitzenkampf mit dem vielumjubelten 3:1. Freiburgs Weste in der Partyhütte Saint-Léonard bleibt blütenweiß. Auch die ZSC Lions unterliegen hier. Freiburg mit dem 9. Sieg im 9. Heimspiel.